Das heißt, hier einmal eingefädelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte heute einen Küchentisch bauen und im Gegensatz zum letzten Video, wo nur mit Handwerkszeugen und wenig geredet wurde, machen wir heute das Gegenteil. Wir arbeiten heute mit elektronischem Werkzeug und ich quatsche ein bisschen mehr. Größtenteils hoffentlich gehaltvoll. Direkt am Anfang schon mal die Info. Ihr habt in der Beschreibung gesehen, es gibt einen kostenlosen Bauplan. Schaut bitte unten in die Beschreibung und da habe ich diesmal das Ganze als PDF aufbereitet. Das heißt, alles ist bemaßt. Ihr braucht dafür keine speziellen Programme. Ist so ein kleines Geschenk an mich für euch. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen. Ansonsten, ja, gibt es hier heute wenig Raum, eigentlich so wie immer. Ja, es gibt auch wenig Werkzeug. Eigentlich braucht man eine abrichte Formatkreissäge, wenn man denn mit Massivholz arbeitet. Wir haben eine Tauchsäge, wir haben eine Kantenfräse. Und ja, natürlich werde ich ab und zu auch nochmal einen Akkuschrauber nehmen und hinterher wird mit einem Exzenter geschliffen. Aber ich lasse den mal direkt hier stehen. Das sind die Werkzeuge, die wir heute brauchen. Achtung Werbung, ein kleines Zusatzteilchen ist hier unten dieser Aufbau unter meiner Kantenfräse. Das ist ein Frässystem, was ich zusammen mit dem Fabian produziere, also entwickelt und produzieren lasse. Alles in Deutschland und sogar größtenteils in Berlin. Das heißt, wir wissen, wo die Sachen herkommen. Wir wissen, wer das Ganze fertigt. Wir wissen, dass das Ganze unter vernünftigen Arbeitsbedingungen stattfindet, dass faire Löhne gezahlt werden und ja, ich das Ganze hier guten Gewissens euch zeigen kann. So. Ja, das Wort zum Sonntag. Allgemein einfach versuchen, sich da so ein bisschen auch mit dem Material auseinanderzusetzen, das wertzuschätzen und macht euch sehr viele Gedanken, bevor ihr solche Mengen an Massivholz verarbeitet. Ja, nicht einfach drauf loslegen, ja, die Zeichnung habe ich irgendwie im Kopf. Da braucht es meines Erachtens schon ja, einen gewissen Respekt, bevor man sich mit diesem Werkstoff auseinandersetzt. Respektiert, dass das Ding hier über Jahre, Jahrzehnte gewachsen ist, dass da schon sehr viel Energie aufgewendet wurde, mit dieser Rohstoff hier entstehen konnte und behandelt den bitte auch mit so einer gewissen Vorbereitung, mit so einer gewissen Demut. Ja, gut. Bevor uns jetzt allen die Tränen kommen, lenken wir jetzt hier einmal ab. Die Bohle ist besäumt, allerdings könnt ihr sehen, die ist hier oben rund und hier unten dementsprechend hohl. Das heißt, wenn ich das jetzt hier gleich in diesem Zustand abrichte, dann wäre hier eine ganze Menge, was ich an Material verliere. Also hier in diesem Bereich, ja, da verliere ich eine ganze Menge Material. Jetzt hier farblich noch mal ein bisschen besser hervorgehoben, ich glaube, man sieht den Strich nicht. Um hier diesen sehr hohen Abtrag zu reduzieren, werde ich jetzt hier mittig noch einmal das Brettchen auftrennen und dann ist hier auch wesentlich weniger, was abzurichten ist. Das Werkstück wird abgerichtet. Hier ist jetzt meine Fräsauflage. Ich habe hier mit den Profilen die Möglichkeit, eine maximale Höhe von 39 mm Werkstücken abzurichten. Ja, 40 sind die Profile, das heißt, ich habe da noch ein ganz klein bisschen Luft runter. Wie gesagt, alternativ Multiplex und ein paar Leisten runterschrauben. Mein Tisch hier, meine Werkbank, die ist plan. Das heißt, das ist jetzt hier meine Referenz. Ich kann mir also diese ganzen aufwendigen Aufbauten auch sparen. Wo ihr nicht sparen solltet, wenn ihr das öfter macht, ist hier so ein Planfräser. Der hat einen etwas größeren Durchmesser, müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen. Ihr schaut dazu in die Beschreibung. Und hat hier Wendemesser. Das heißt, wenn die mal stumpf werden, dann gehe ich hier mit einem Torx rein und kann die insgesamt dreimal drehen, ja, bei insgesamt vier Seiten. Gut, also den eingespannt. Damit kann ich dann also in einem Durchgang wesentlich mehr Material abtragen. Ich möchte es aber nicht übertreiben bei der Zustelltiefe. Also ich nehme in der Regel so einen Millimeter ab, damit ich hier auch eine nicht allzu große Staubentwicklung habe. Thank you.
Ja, das hat gut geklappt. Der Staub wurde jetzt von den Borsten ganz gut zurückgehalten. Allerdings alles, was jetzt schwer war, also die Späne, das hat man, glaube ich, auch gut gesehen, ne? Die sind dann halt eben hier rumgeschleudert worden. Das heißt, ich musste da durchaus danach nochmal ein bisschen putzen. Das ist jetzt natürlich ja, so ein bisschen dem gesamten System geschuldet. Ich habe jetzt hier den kleinen Staubsauger dran. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich den kleinen Staubsauger jetzt an der Abrichter habe, dann wird da auch gar nichts abgesaugt. Das heißt, wenn wir wirklich so viel auf einmal zersparen, dann brauchen wir eigentlich auch richtig viel Volumenstrom, dass das Ganze halt eben abtransportiert werden kann. Das heißt, eigentlich so eine Absauganlage, ne, wie wir sie kennen, die dann 80 oder 100 mm Aufsätze haben. Das finde ich jetzt für dieses System zu meinem Grundgedanken hier, kleine Werkstatt, wenige Werkzeuge, noch nicht so ganz passend. Ich hoffe, mir fällt da noch ein bisschen was Besseres ein. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Kommentare von euch. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Lösung. Ihr habt irgendwo mal ein Video gesehen, dass wir da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen das Ganze optimieren können. Jetzt kommt hier noch eine kleine Problematik. Und zwar ist ja die Fläche jetzt hier abgerichtet. Beide Seiten planparallel. Aber wir haben hier noch keinen rechten Winkel. Ja, also hier diese Fläche, die hat ja immer noch unsere Sägekante, da haben wir nichts dran geändert. Die wurde besäumt und dann ist nichts mehr geschehen. Den Arbeitsschritt, den machen wir jetzt, denn jetzt haben wir die Möglichkeit, hier die Schiene aufzulegen. Und sofern unsere Kreissäge, unsere Tauchsäge auch wirklich im rechten Winkel eingestellt ist, können wir das jetzt hier so besäumen, dass wir es anschließend verleimen können. Mit dem Tischlerdreieck oder Schreinerdreieck markiere ich jetzt hier zum wiederholten Male, weil ich das Video schon ein paar Mal aufgenommen habe, die Position meiner einzelnen Werkstücke. Das heißt, egal wie ich hier jetzt gleich nochmal anordne, die kommen jetzt nicht mehr durcheinander. Ich kann die jetzt immer so anordnen. Dübeln wir, nehmen wir Dominos, nehmen wir Lamellos, damit jetzt hier nicht irgendwie sich was in der Höhe verschiebt. Kann man machen. Ich mache es jetzt aber nicht, weil ich auch hier gleich noch ein paar Worte zum Leim verlieren werde. Ich nehme Fischleim aus dem einfachen Grund, weil man den mit ein bisschen Wasser, ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Wärme hinterher wieder lösen kann. Das heißt, ich kann diese einzelnen Elemente wieder voneinander trennen. Warum sollte ich das tun? Vielleicht mache nicht ich das, aber irgendjemand nach mir und der denkt sich, ja, ist ja irgendwie ganz schön, was der Typ da damals gebaut hat, aber ich möchte da gerne was anderes draus bauen. Und da sehe ich halt irgendwie den Vorteil, dass wir ja doch hier viel Material haben. Man kann daraus wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Stühle bauen, ja, oder sonst was auch immer. Wenn ich jetzt hier überall Dominus, Lamellus, Dübel, was auch immer reinmache, dann ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man da wieder was in Zukunft daraus machen kann, wieder ein bisschen geringer geworden. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen Zeit lässt beim Verleimen, dann ist der Höhenversatz da auch eigentlich relativ gering. Ja? Das ist jetzt in diesem Falle meine Ansicht. Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Könnt natürlich jetzt auch ein paar Lamellos oder was auch immer da reinmachen. Werde ich nochmal gesondert darauf eingehen, wie man das auch alles mit der Oberfräse macht. Jetzt erstmal Leim angeben und dann ja, weitermachen. Fischleim, obwohl ich eigentlich mich pflanzlich ernähre, ist in diesem Falle, glaube ich, das geringere Übel. Ja, gut. Gibt wahrscheinlich 3D-Abonnements, mindestens. Ne? Scheiß Veganer! Oh, scheiße. Jutti. Ich lasse es jetzt so 6-7 Stunden lang trocknen und wenn es jetzt dann die nächsten Tage wieder kälter wird, muss ich darauf achten, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit zu geben, bis es weiterverarbeitet werden kann. Nochmal wichtig für mich zu erwähnen, die volle Festigkeit von unseren Leimen, die wird auch bei Weißleim in der Regel erst nach einigen Tagen erreicht. Dann ist wirklich alles an Feuchtigkeit rausgegangen und dann ist die volle Klebekraft erreicht worden. Und das dauert auch bei Weißleim durchaus ein paar Tage. Und wenn es halt eben kälter wird, dauert es noch länger. Ihr könnt das natürlich wesentlich schneller bearbeiten, das werdet ihr schon alle festgestellt haben. Aber wenn es wirklich an statisch belastbare Elemente geht, da solltet ihr nicht direkt frisch ja, irgendwie auf der Baustelle montieren, vielleicht auch auf der privaten Baustelle, wenn es irgendwie so an Treppen geht, wenn ihr irgendwas da verleimt habt. Auch bei einer Formverleimung versucht das Ganze möglichst lange trocknen zu lassen. Bei der Formverleimung versucht es möglichst lange in der Form zu lassen. Je wahrscheinlicher ist es, dass da die volle Festigkeit erreicht wird.
Schmale Werkstücke auf der Führungsschiene ist schwierig, darum immer hier nochmal in der gleichen Materialstärke was unterlegen. Und dann könnt ihr sehen, ist das hier auch stabilisiert, ohne dass es wegkippt. Jetzt ist noch die Frage, jetzt haben wir so ein bisschen komplexere Geometrie. Ja, also wir haben ein paar Winkel drin. Sollen wir da nicht einfach direkt eine Schablone bauen? Dann können wir hinterher alles noch bündig fräsen. Schablonenbau kostet immer Zeit. Ja? Und dann muss man so den Aufwand, der dabei entsteht, auch rechtfertigen. Ich muss wieso ja einen groben Zuschnitt machen. Ich kann nicht aus dem Vollen heraus bündig fräsen. Und weil ich jetzt keine Bandsäge habe, muss ich sowieso die Tauchsäge nehmen. Die Stichsäge würde viel zu lange dauern. Und dann kann ich mir doch die Mühe geben oder die Mühe machen, ein ganz klein bisschen sauberer direkt hier die Schiene am Riss anzulegen. Und dann habe ich auch ein Ergebnis, was vollkommen ausreichend ist. Ja, wenn ihr die hinterher unter das Rastermikroskop legt, dann sind die nicht alle perfekt gleich, aber das ist für dieses Projekt irrelevant. Ich würde sagen, sofern die Abweichungen unter einem Millimeter betragen, auch, also es wird nie jemand merken. Der Leim ist getrocknet, jetzt können wir hier einmal die Zwingen lösen und werden eine kleine Überraschung erleben. Also ich nicht, aber ihr vielleicht schon. Das sieht soweit gut aus, aber was ist das? Tja! Das zeige ich euch jetzt. Vielleicht habt ihr schon die Konstruktionspläne reingesehen. Da gibt es mittig einen Strich. Der ist jetzt hier ein bisschen leicht versetzt. Ist aber auch vollkommen egal. Mir geht es nur darum, dass ich hier eine Gradleiste einlassen möchte. Und das soll man von außen nicht sehen können. Ja? Gibt es noch andere Methoden? Ich habe auch mal eine dreigeteilte Gradleiste vorgestellt. Da braucht man aber wieder einen dicken Hobel für. Tralala, Aufwand. Ist mir jetzt nichts. Ja? Wir machen das so. Funktioniert gut. Ist dann auch ein bisschen klassischer. So wollen wir es haben. Die beiden Gradnoten sind jetzt hier angezeichnet. Achtet bitte unbedingt darauf, dass ihr hier das kleinere Maß nehmt. Also wenn die Gradfeder 30 mm hinterher breit wird oder die Gradleiste, dann muss die Nut natürlich entsprechend ja, mindestens 5-6 mm hier oben schmaler sein, denn der Schwalbenschwanzfräser wird das Ganze ja noch um ein paar Millimeter hinterschneiden. Ja, das haben wir jetzt soweit. Jetzt werde ich mir hier nochmal die Profilschiene anlegen und dann werden wir mit der Oberfräse zunächst mit dem Nutfräser hier einmal grob räumen und dann wird hinterschnitten oder hinterfräst mit unserem Gradfräser. Ich hatte jetzt vorher einen relativ breiten Nutfräser drauf, auch mit Anlaufring sogar, und jetzt kommt hier unser Gradfräser. Den Gradfräser stelle ich so einen ganz kleinen Hauch jetzt tiefer ein als den Nutfräser zuvor, damit wir auch gewährleistet haben, dass der Grund der Nut auch wirklich schön sauber ist. Denkt dran, dass wir erst mittig hier von unserer freigefrästen Nut eintauchen und dann an den Anschlag ziehen. Ansonsten, wenn wir gerade von oben eintauchen, dann ist ja diese Hinterschnittfunktion nicht gegeben. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Falls ihr das machen sollten und habt an einer Stelle so eine ganz kleine Ausfräsung, wird hinterher sowieso von der Gradleiste überdeckt. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja? Gut, also, machen wir weiter. Unsere versteckte Gradnut sieht doch schon mal ganz schick aus. Allerdings muss ich darauf hinweisen, das ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Da muss man so ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, genau arbeiten, sonst ärgert man sich hinterher. Macht bitte eure erste Probefräsung nicht hier direkt in eurer Tischplatte, sondern mit einem kleinen Musterstück. Ich habe jetzt die Einstellung so gelassen und habe jetzt hier die Möglichkeit, mit unserem System auch das Ganze ganz schnell hier in den Tisch einzulassen, damit wir gleich eine komfortable Möglichkeit haben, um die Gradfeder zu fertigen. Das heißt, hier einmal eingefädelt, nehme ich mir einfach eine kleine Schraube, um das dann hier langsam hinabzulassen. Ist schon schön flächenbündig, einmal so eingestellt und wird jetzt hier gleich noch befestigt. Egal, ob ihr jetzt das System nehmt oder irgendwas anderes, wichtig ist, dass ihr euch hier so einen Notausschalter besorgt. Das heißt, der Stecker von der Oberfräse geht hier rein und von hier aus geht dann einmal ein Kabel entweder direkt in die Steckdose oder Steckdose am Sauger, damit wir da auch automatisch die Absauge integriert haben.
Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt hier arbeiten, irgendwas passiert, was auch immer, ich will es jetzt nicht weiter ausmalen, dann haben wir nicht die Möglichkeit, schnell irgendwie die Fräse auszuschalten und darum hier den Schalter, so irgendwo platzieren, dass man da einfach schnell draufhauen kann, dass das System ausgeht. Kostet um die 30 bis 40 Euro, ist eine lohnenswerte Investition. Macht es bitte. Und jetzt werden wir uns ja mit einem ganz billigen Anschlag behelfen, weil, wie gesagt, auch hier habe ich die Möglichkeit, wenn ihr das System nicht nutzt, dass man sich natürlich einfach, hatte ich am Anfang gesagt, die Multiplexplatte, die euch oben drauf geschraubt hat, einmal umdrehen, dann macht euch einfach so eine Aussparung in eurem Tisch. Ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig genau, aber für das, was wir jetzt machen, vollkommen ausreichend. Anschlag bauen, geht auch total einfach. Erinnert euch dran, das hier ist eine Werkbank, da darf man auch schon mal reinschrauben. Gibt mit Sicherheit schönere Fräsanschläge, aber manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Und wer jetzt sagt, ich will jetzt ja auch nicht Ewigkeiten mit verbringen, mir einen Anschlag zu bauen, der kann damit auskommen. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Mal in meine Werkbank reingebohrt. Dafür ist sie da, zum Werken. Gradfeder ist soweit fertig. Ja, wer da noch ein paar Informationen zu haben will, der schreibt das, dann mache ich da vielleicht einen Community-Beitrag zu. Ja, ansonsten ist da einfach Randtasten angesagt. Die Enden habe ich jetzt hier mal so ein ganz klein bisschen mit dem Stecheisen entschärft, damit ich die hier besser reinkriege. Ja, und dann ist eigentlich nur reintreiben angesagt, eigentlich mit dem Gummihammer, den habe ich auf der Baustelle vergessen. Sei es drum. Ja, der Gärungsschnitt sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das passt. Vielleicht könnt ihr es erkennen, ich habe den hier so ein ganz klein bisschen steiler gemacht. Hat den einfachen Hintergrund, dass ich jetzt auf jeden Fall garantiert habe, dass er vorne schön dicht abschließt. So, jetzt kommt der Moment, wo ich gerne eine Domino, ein Duo-Dübler, sowas in der Richtung hätte. Oder wir müssen irgendwelche komplizierten Verbindungen machen. Oder wir nutzen die Oberfräse. Ich habe mir ein System überlegt, das ist noch nicht hundertprozentig ausgereift, das ist mir klar. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier auf Input, aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja. Kleinigkeiten werden auf jeden Fall hier ein bisschen dickeres Kunststoff zu nehmen, also jetzt gerade noch Acrylglas, sollte gegen bruchsicheres Polycarbonat ausgetauscht werden und wir brauchen ein bisschen mehr Materialstärke. Die 6 mm sind ein bisschen wenig, aber ja. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie man das hier zusammenbaut. Mit ein bisschen Grips kriegt ihr das vielleicht auch hin, ohne das System zu nutzen. Ist aber natürlich ein bisschen komfortabler. Dazu rüste ich jetzt unser Frässystem zunächst mal mit der durchsichtigen Einlegeplatte aus. Und die ist, wie ihr erkennen könnt, auch entsprechend graviert, sodass ich die Möglichkeit habe, nachdem die jetzt hier einmal fixiert wurde, mit dem seitlichen Anschlag in eine Flucht zu bringen. Das ist dann genau eigentlich das System, so wie wir es auch von Lamello, Domino, Muffel, Duo, Dübler kennen. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also im Prinzip geht es eigentlich nur darum, dass wir hier durch den Hubkorb natürlich die Möglichkeit haben, ja,
nach vorne zu bohren, zu fräsen. Ich arbeite hier übrigens mit einem Spiralnotfräser. Das heißt, jetzt können wir hier gleich viel besser die Späne abtransportieren. Und wir haben natürlich jetzt hier durch diesen mittigen Riss auch die Möglichkeit, ja überhaupt anzureißen und dann hier unsere Auflage zu platzieren. Hier seht ihr jetzt gerade einen kurzen Foto, wie ich jetzt angerissen habe. Das habe ich jetzt hier schon bei allen Tischbeinen und bei allen Zargen gemacht. Und jetzt wird hier gedübelt. Wichtig dabei ist, ich werde hier zwei Durchgänge brauchen. Das heißt, ich habe ja nur mit einem Vorgang nur ein Dübelloch. Beim Du-Dübler habe ich hier direkt zwei Dübelbohrungen. Macht aber nichts. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit hier an den Einstellungen rumspielen, sondern wir bohren erstmal oben sozusagen alle Löcher und dann werde ich das Ganze nochmal so um 2 cm hier den Anschlag nach unten versetzen und dann machen wir auch mit dem Rest weiter. Es passt einfach perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich flipp aus. Ist das geil? Ja, flipp du mal aus. Wir gucken uns nochmal kurz die Problematik an, die wir hier natürlich vor allem bei schmalen Werkstücken haben, die dann auch noch in dem Winkel abgelenkt wurden. Das heißt, wir müssen hier natürlich so ein bisschen darauf achten, dass die Werkstücke sicher fixiert sind. Und natürlich auch, ihr könnt es erkennen, immer die Hand oberhalb vom Fräser, falls wir doch mal aus Versehen irgendwie durchbohren, dass wir dann nicht irgendwie in der Hand landen. 11 Minuten habe ich insgesamt gebraucht. Ich glaube, das ist für so einen Selbstbau eine gute Zeit. Und ja, jetzt geht es nur noch darum, hier die straffen Dübel reinzukloppen. Und dann bauen wir zusammen. So, dann einmal umdrehen und begutachten und Feierabend machen. Oh, hör mal. Schicki. Oder was sagt ihr? Unsere kleinen Verstärkungsstücke, die sind hier links und rechts auch wieder mit 45 Grad angewinkelt, habe ich jetzt bereits vorbereitet und die müssen wir jetzt einmal hier mittig anzeichnen. Beim Bein habe ich jetzt auch einmal die Mitte angezeichnet. Leg mir jetzt hier auch die Mitte an und dann machen wir vielleicht auch besser kurz mit dem Bleistift. Markiere ich mir einmal hier die Mitte. Für die Rampamuffe habe ich mir hier mal so einen Aufsatz gebastelt. Ist, glaube ich, eigentlich ein Verbinder von, weiß ich nicht, Domino. Ist ja auch eigentlich egal. Jetzt lege ich mir hier ein paar Unterlegscheiben drunter. Und dann kommt hier die Rampamuffe rein. Bei der Rampamuffe gibt es hier so Schlitze, die sind nicht für den Schlitzschraubendreher gedacht, sondern die sollen so ein bisschen als Vorschneider im Material dienen. Das heißt, die gehen jetzt hier ins Material hinein. Ja, und jetzt hier einfach nur schön gleichmäßig langsam hineindrehen. Und jetzt schön alles gleichmäßig zusammenziehen. Wenn ihr keine so langen Zwingen habt, dann könnt ihr auch hier hervorragend mit Gurtspannern arbeiten. Ist dann auch kein Problem. Wäre vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher.
Wir müssen jetzt unsere Tischplatte noch einmal formatieren. Ist noch alles ein bisschen sehr grob. Dazu habe ich mir einmal so einen rechten Winkel für meine Führungsschiene gebaut. Und ich habe jetzt die ganze Zeit mit Makita gearbeitet, weil ich euch zeigen wollte, dass es auch ohne Makita geht. Allerdings nehme ich jetzt hierfür einmal meine Festool-Tauchsäge, denn die Makita versaut mir hier so ein bisschen die Lippe von meiner Führungsschiene. Das Geld will ich jetzt nicht nochmal ausgeben, muss ich schon für die Kleine. So. Wichtig ist, dass wir jetzt hier mit einem Bezugspunkt beginnen. Ich habe mir vorher markiert, wie ich auch gefräst habe. Das heißt, ich beginne jetzt hier, wie auch die Gradleisten parallel zu dem ersten Schnitt jetzt verlaufen. Und dann arbeite ich mich einmal so drumherum. Ja, das war es auch schon. Kopfhörer auf. Los geht's. Jetzt kommt natürlich der schönste Teil, das Schleifen. Ich beginne mit 80er, 120er, 180er und ich denke mal bei 180er hören wir dann auch auf. Bei Eiche meines Erachtens ausreichend. Wer mag, kann auch nochmal auf den 240er hochgehen, aber ja, ist ein Küchentisch und der wird sowieso hier und da, ne, seine Macken bekommen. Also, los geht's. Zur Oberflächenbehandlung einfach gekochtes Leinöl, also Leinöl-Firnis, allerdings ohne Zusätze, sondern einfach nur durch die Erhitzung oxidiert es schneller, härtet schneller und das Ganze machen wir dann insgesamt dreimal. Ja, da ist das gute Stück. Klein, kompakt, passend für unsere Küche. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinseht und das mit den Plänen abgleicht, dann fehlt da noch eine Kleinigkeit. Die sogenannte Schweizer Kante wird in einem separaten Video nochmal behandelt. Den Tisch habt ihr jetzt gesehen. Ich konnte euch leider noch nicht das gute Stück in meiner Wohnung zeigen. Das wird sich leider noch ein paar Wochen hinauszögern. Wir müssen erst noch ein bisschen umräumen und ja, gut, liefere ich dann noch im Community-Post nach. Da sowieso die Bitte oder die Information für euch, schaut da ab und zu rein. Ich werde jetzt in Zukunft auch öfter mal kleine Tricks veröffentlichen, wo ich der Meinung bin, da muss man nicht den ganzen Traffic für aufwenden, dass das hier in dem YouTube-Video ja, auf unnötige Minuten hinausgezögert wird. Hinauszögern ist ein bisschen das Stichwort jetzt hier für diese Maschinen. Man muss ganz klar sagen, die Arbeit dauert definitiv länger. Also den Tisch hätte ich in einem guten Arbeitstag normalerweise mit großen Maschinen geschafft. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, so 25 bis 30 Stunden, wenn wir hier mit diesen Systemen arbeiten. Das ist ja meines Erachtens auch so das Minimum, was man wahrscheinlich an Maschinenpark zu Hause hat. Ich habe mich heute mal bewusst für Makita entschieden. Ihr seht mich sonst immer in so einer Festool-Umgebung. Das ist natürlich auch, weil ich ein bisschen Geld damit verdiene. Aber es ist von den großen Marken meines Erachtens hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Makita zu finden. Die Tauchsäge ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Es gibt mit Sicherheit bessere, gar keine Frage. Da bin ich aber nicht der Kanal für. Ja. Schaut da wahrscheinlich, seid ihr da besser beraten, wenn ihr bei Heiko Resch vorbeiguckt. Aber ich will einfach nur sagen, es geht auch mit diesen Geräten. Es muss nicht Festool sein. Und natürlich ist es auch eine Investition, eine Makita zu kaufen. Ja, also natürlich gibt es auch noch Geräte von Einhell und sonst was. Aber ich sage mal, von den großen Marken ist das hier wirklich absolut ausreichend, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Von der kleinen hier bin ich sowieso Fan. Ja, die gibt es für um die 200 Euro hier, auch in Kombination mit dem Hubkorb. Und wenn man dann halt eben noch dieses FSK-System da drunter schnallt, dann haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit, das Portfolio von dieser Fräse wesentlich zu erweitern. Auch wenn ich jetzt hier mal wieder ein bisschen Werbung gemacht habe für unser System, auch da möchte ich ermutigen, genau wie ich das bei der Führungsschiene gemacht habe, wer sagt, ah, das Geld möchte ich mehr sparen, ich möchte da so ein bisschen selber nochmal rumwerkeln, dann macht das, dann nutzt halt eben das, was ich euch hier weitergebe. Denkt so ein bisschen weiter und ja, es findet sich für vieles eine Lösung, auch wenn man halt eben nicht Unmengen von Geld in sein Hobby investieren kann. Wer diesen Kanal unterstützen möchte, der kann das gerne tun. Aktuell haben wir Lagerbestand von der FSK, FSG. Ihr könnt euch hier einfach mal umschauen und ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Da sehen wir uns im asiatischen Raum. Da wird wieder nur mit Handwerkszeugen gearbeitet. Ja, wird spannend. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.
Nochmal ein kleiner Nachtrag dazu, ist mir jetzt gerade im Schnitt aufgefallen, die beiden Geräte hören sich nicht mehr ganz so frisch an. Ich hatte es ja schon mal eingeblendet bei der Tauchsäge, das Sägeblatt ist wirklich frisch. Also aus der Verpackung und auch die verwendeten Fräser bei der Oberfräse sind eigentlich sehr scharf gewesen. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen geschuldet, dass die Maschinen auch einfach ein paar Jahre auf dem Buckel haben, also beide über 10 Jahre. Und ja, dann bei mir auch dauerhaft im Betrieb, vor allem die Kantenfräse. Man hört sie auch teilweise ein bisschen, ne? Also die Lager klingt schon so ein bisschen ausgeschlagen, so ganz rund läuft das irgendwie alles nicht mehr. Die Kohlen habe ich bei beiden gecheckt, die sind in Ordnung. Aber ja, da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so die Ahnung, woran das liegen könnte. Auch die Tauchsäge hat sich ja sehr schwer getan, obwohl die auch, wie gesagt, mit einem frischen Blatt ausgerüstet war. Ja, wenn da jemand eine Idee hat, wo man da ansetzen könnte, dann schreibt mir das gerne auch nochmal. Dann können wir auch den Geräten vielleicht noch ein bisschen längeres Leben spendieren. Ja, das war's jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.